vor allem wenn man sich das Tier anschaut, kann er durchaus auch sehr gefährlich werden. Die sind super klug, die können auch relativ viel. Das sind nämlich Queenie und Cherie, das sind unsere zwei Minischweine, die kommen aus Wohnungshaltung. Die haben bisher eben in einer Wohnung gelebt. Aha. Ja, ist das nassig, gell? So. Ah, wie krass, ey. Was ist das bei mir? Genau, also die sind 4 Jahre alt und das große Problem bei diesen Minischweinen ist, dass es da keine ganz genaue Rasse-Definition davon gibt. Und so können Minischweine bis zu 120 Kilo schwer werden. Oha, die haben jetzt ungefähr 40 Kilo, aber das ist natürlich ein riesiges Problem. Und wir können uns dann drüben anschauen, wie so ein Schwein ausschaut, das 120 bis 150 Kilo hat. Wachsen die noch? Die wachsen nimmer und das ist wirklich eine Ausnahme, dass die Minischweine so klein werden. Und ich glaube, ein großes Problem ist wirklich, dass zum Beispiel auf Insta oder Facebook gern so Fotos mit so ganz kleinen Minischweinen gepostet werden. Das sieht man regelmäßig, dass die Leute aber dass die Leute diese Tiere dann aufnehmen und die sehr groß werden und die überhaupt nichts für die Haltung in der Wohnung sind. Das vergessen die meisten. Und so kommen diese Tiere dann zu uns. Heftig, Wahnsinn. Aber Schwein, kommt's her? Ist Wahnsinn. Hören die auch auf den Namen? Ja, eigentlich schon. Die kennen auch Sitz sogar. Sitz. Ah, super. Was löst das Süße Maus? Und ist die Haltung in Wohnungen erlaubt in Österreich? Die Haltung von Minischweinen in der Wohnung, also rein in der Wohnung, ist verboten. Ist verboten. Das heißt, wir haben natürlich einerseits die gesetzlichen Vorgaben, die die jeweilige Gemeinde vorsieht, aber wir haben natürlich auch das Tierschutzgesetz und das sieht eben klar vor, dass Minischweine nicht in der Wohnung zu halten sind. Die müssen wühlen können, die brauchen ein Schlammbad. Das sind einfach Schweine, die in der Wohnung nicht artgerecht gehalten werden können. Das muss uns einfach sehr, sehr bewusst sein. Und viele Leute vergessen auch, dass Minischweine wachsen bis zu einem Alter von 4 Jahren. Und die Leute denken sich dann, na gut, dann schaue ich mir halt einfach bei den Babys die Mama an, ob die Babys auch klein bleiben. Das Problem ist nur, so ein Minischwein ist schon mit einem Dreivierteljahr geschlechtsreif. Das heißt, man schaut sich die Eltern an, die sind selber noch nicht ausgewachsen. Und die wachsen. Und wenn man dann so ein Schwein zu Hause hat, die können ja durchaus ziemlich problematisch werden, also Verhalten, denn die brauchen dieselbe Ansprache wie ein Hund, aber natürlich nicht dieselbe Haltung wie ein Hund. Und das ist der große Unterschied. Und frisst wahrscheinlich auch mehr als ein Hund, oder? Ja, sie stinken dementsprechend, sie fressen mehr. Also der Betreuungsaufwand ist einfach sehr, sehr hoch. Und wer sich denkt, der Hund ist nicht das Richtige, nehmen wir sie ein Schwein, der ist komplett falsch beraten. Also solche Tiere brauchen wirklich ein großes Gehege mit einem Auslauf, mit einer Wiese. Und dann werden die auch glücklich. Kommen die mit Hunden zurecht? Die sind tatsächlich mit Hunden aufgewachsen, aber das ist nicht selbstverständlich. Okay. So, dieses Schwein haben wir vor einiger Zeit aus der Haltung in einem Haus befreit. Oh. Dort hat sie gelebt, ganz alleine. Warte, ich mach das mal auf. Ja. Und dieses Schwein, mit dem ist nicht zu spaßen. Ist nicht zu spaßen? Nein. Oha. Wow. Und dieses Schwein, auch das wurde als kleines Mini-Pig gekauft ursprünglich und ist dann so groß geworden. Sie ist schon deutlich dünner, als sie eigentlich gekommen ist. Aber natürlich, es muss ganz logisch sein, dass so ein Tier in der Wohnung nichts verloren hat. Also das ist eigentlich ganz klar. Und vor allem, wenn man sich das Tier anschaut, in dieser Größe, das ist auch gefährlich. Also das kann ja durchaus auch sehr gefährlich werden. Also das habt ihr von einer Wiener Wohnung quasi? Genau, die ist im Stadtgebiet gehalten worden, in einem Haus. Es gab zwar einen kleinen Vorgarten dazu, aber auch Schweine sind hochsoziale Tiere, das heißt, die gehören in der Gruppe gehalten. Und jetzt versuchen wir gerade, dieses Schwein und die anderen zu gewöhnen über dieses Gitter. Und mittlerweile, seit einigen Tagen, funktioniert es auch, dass sie den Außenbereich teilen. Aber ja, die hat nie Artgenossen kennengelernt in ihrem ganzen Leben und deswegen glaube ich, ist es natürlich sehr wichtig, dass die jetzt damit sozialisiert wird. Aber kannst du sie streicheln oder ist die da extra? Sie kann man überhaupt nicht angreifen, weil sie beißt. Sie beißt? Ja, also okay. So, dass es wirklich problematisch ist. Okay, also blutige Geschichten. Sind die verwandt? Weiß man das? Nein, die sind wirklich nett zusammen. Und würden auch nicht zusammen auskommen, oder wie? Die kommen, die lernen sich jetzt erkennen und so, dass die dann in der Gruppe gehalten werden, weil Schweine stammen vom Wildschwein ab und Wildschweine sind schon hochsoziale Tiere und so sind auch diese Hängebauchschweine auch sehr, sehr sozial. Okay, und auch, die sind ja ziemlich dick, das ist ganz normal, oder? Nein, das ist leider nicht normal, sondern das liegt einfach daran, dass die Leute sie falsch füttern. Okay. Also man muss die relativ energiearm füttern und diese Tiere sind zu uns gekommen, da waren die schon sehr, sehr dick und jetzt nehmen wir es ab, wir wiegen die regelmäßig und die sind schon, ich würde wirklich sagen, die sind um die Hälfte.
drinnen. Echt, wirklich? Ja, also das, da ist noch viel zu machen, aber wir schauen halt, dass wir es möglichst wenig, also mit energiereicher Kost füttern. Sowas wie Äpfel heute ist eher die Ausnahme. Normalerweise Gurken, Zucchini, Sellerie, das kriegen sie, aber so Brot und so, das eher nicht, weil die dann eben zu dick werden. Okay, verstehe. Aber er ist schmeichelbar, oder sie? Zutraulicher. Besser. Also besser, das ist alles sehr skeptisch. Wenn die Tiere das nicht kennenlernen oder wenn sie den Menschen nicht mit etwas Positivem verbinden, ist es oft ein Problem und wir wissen halt nicht, was haben sie vorher erlebt in einem vorherigen Leben. Ja. Und das wird uns dann aber oft zum Verhängnis, weil wir es herausfinden müssen, was die Tiere verängstigt oder stört. Hey, was ist das? Was ist das? Oh, ich kann mich schleichen, oder wie? Ja, voll. Das ist Kevin und Kekler. Die beiden kommen aus einem Tierversuchslabor. Oh. In Österreich, genau. Also da sind Tierversuche durchgeführt worden in der chirurgischen Forschung. Man hat verschiedene Dinge an denen getestet. Guck mal, wie der ausschaut. Und am Ende vom Tierversuch werden die Tiere dann euthanasiert worden, also eingeschläfert worden. Und wir haben ein gutes Übereinkommen mit dem Versuchslabor, dass wir immer wieder schauen, ob wir Tiere aus dem Tierversuch vermitteln können. So nehmen wir immer wieder Ratten, Mäuse, Kaninchen, aber eben auch Schweine oder Schafe aus dem Tierversuchslabor auf, um sie zu vermitteln. Boah, heftig. Also in Österreich sind immer noch Tierversuche erlaubt mit Schweinen? In Österreich sind Tierversuche erlaubt mit allen Tieren, außer mit Menschenaffen. Und so finden wir natürlich in der Lebensmittelindustrie, genauso wie in der Pharma, verschiedene Tierversuche. Natürlich ist in Österreich die Verwendung von Tierversuchen für Kosmetik verboten, aber nicht für die einzelnen Zusatzstoffe. Das heißt, jedes Produkt kann ich testen und muss ich auch testen, aber ich muss die fertige Wimperntusche nicht mehr testen und die darf ich auch nicht testen. Aber die Rohstoffe oder die Grundstoffe von dem, die werden natürlich auch weiterhin in Österreich getestet. Und so kommen solche Tiere dann immer wieder zu uns. Aber die Tiere werden dann quasi hier sterben, oder? Also die Tiere können vermittelt werden. Also wenn wir ein tolles Zuhause für die finden, können wir die vermitteln. Wir haben dieses Jahr zum Beispiel ein Schaf aus dem Tierversuch weitervermittelt. Und die lebt jetzt glücklich und zufrieden. Und auch für die suchen wir ein tolles Zuhause. Wenn sie da aber findet und wenn sie keiner findet, dann leben sie halt bei uns und kriegen von uns alles, was sie brauchen. Kevin? Wie strubbelig, ey. Kevin? Wie viel wiegt das? Kevin, das ist normal. 120 Kilo wiegt er ungefähr. Oh, heftig, 120 Kilo. Heftig. Oh. Der Vicky, der ist vor ungefähr 3 Wochen zu uns eingezogen oder bei uns eingezogen. Mhm. Der hat massive Hufrehe gehabt, also einen entzündlichen Prozess. Vicky. Auch wenn er keinen Schnupfenstopp kriegt. Der Vicky ist zu uns gekommen, der hat massive Hufrehe gehabt durch falsche Ernährung, durch falsche Haltung. Jetzt haben wir seine Hufe wieder korrigiert, er hat auch ein bisschen Zahnprobleme. Das heißt, gestern war der Tierarzt da, jetzt suchen wir dann für den Vicky natürlich ein tolles Zuhause. Wo er dann mit Artgenossen wohnen kann. Und sie kommt auch von einer privaten Tierhaltung, oder? Genau, der Vicky wurde auch privat gehalten. Oft ist es Überforderung, dass sie die Leute nicht mehr darum kümmern konnten. Vielleicht erkranken die Leute, also in dem Fall ist die Besitzerin erkrankt und konnte sich dann nicht mehr um das Tier kümmern. Und so kommen diese Tiere allesamt zu uns und finden bei uns ein tolles Zuhause, aber werden im Optimalfall auch wieder weitervermittelt. So, und hier sind wir im Kleintier- und Exotenbereich. Also hier haben wir 2 Boa Constrictor beispielsweise. Die sind vor einiger Zeit zu uns gekommen. Und eine ist das Fundtier von uns aufgenommen worden. Die dürfte in Floridsdorf frei herumgelaufen sein. Okay. Da, schau, da haben wir schon. Das sind Würgeschlangen, ne? Genau, das sind Würgeschlangen. Die können 2,5 Meter ungefähr groß werden. Und so kommen die natürlich zu uns, und das ist eben die in Floridsdorf freilaufend gefunden worden ist. War bestimmt in der Zeitung, oder? Genau, die war in der Zeitung. Und wir hoffen, dass sich jetzt noch der Besitzer meldet, aber die Wahrscheinlichkeit, dass so ein Tier aus der Wohnung entkommen ist und dass sich dann der Besitzer meldet, ist sehr, sehr gering. Das heißt, die sind wie so viele Exoten, die einfach ausgesetzt werden. Und das ist nicht nur ein Problem, dass die da herumkriecht, sondern das Problem ist hauptsächlich, dass die gerade bei kalten Temperaturen, gerade im Winter, die wird einfach versterben. Mhm. Das heißt, das Sicherheitsthema, aber natürlich auch das Problem für das Tier selber, dass es einfach bei unseren klimatischen Bedingungen nicht zurechtkommt und dann gerade in der kalten Jahreszeit auf alle Fälle versterben wird, denn die kommt ursprünglich aus Südamerika. Und
solche Tiere müssen einfach fachgerecht gehalten werden. Mhm. Nein, es spricht aus meiner Sicht nichts gegen die Haltung von solchen Tieren, nur es muss verantwortungsvoll gemacht werden. Okay. Wahnsinn, okay. Oh no. Aber wie ist es bei dir? Du kommst mit jedes Tier zurecht, so? Also, du fasst ja jedes Tier quasi an. Hast du da vor kein Tier, also unter Anführungszeichen, Angst? Doch, habe ich. Doch, ja? Ja. Also doch, mit ein bisschen Vorsicht genießen immer. Nein, es ist bei Schlangen oder so, stört es mich nicht. Ich persönlich habe tatsächlich ein Problem mit Ratten, das liegt mir nicht so. Okay. Aber sonst habe ich wirklich mit allen Tieren kein Problem. Komme sehr gut damit zurecht, aber Ratten sind so Tiere, die... Vor denen habe ich einfach Angst. Wirklich? Ja, das ist das Einzige, wo ich Angst habe. Okay, krass. Okay. So, hier im Tierschutzhaus in Vösendorf haben wir auch um die 120 Kaninchen, die wir beherbergen. Und so haben wir erst kürzlich einen Fall von Animal Hoarding aufgedeckt und haben dann 80 Tiere auf einen Schlag bekommen. Wie wurden die gehalten? Ganz, ganz schlecht. Das sind verdreckten Käfigen, kaum Futter, falsches Futter. Es waren tote Tiere in den Gehegen aufzufinden, die Krallen waren zu lange, viele hatten Zahnprobleme, die unerkannt waren. Und so haben wir die Tiere aufgenommen, so sind in einer Nacht 80 Tiere zu uns gekommen und viele der Weibchen waren nur trächtig und haben dann bei uns noch Junge bekommen. Das bedeutet, aktuell stehen sehr, sehr, sehr viele Kaninchen zur Vergabe frei, die ein tolles Zuhause suchen wieder mal. Und diese Animal Hoarding Fälle haben wir immer wieder, dass ganz, ganz viele Ratten, ganz viele Katzen oder eben Hamster auf einen Schlag zu uns kommen, weil eben die Vermehrung rasant ist. Und das hast du bei einem Hund jetzt ja nicht unbedingt, aber so wurde erst vor kurzem der Fall bekannt, wo eine Dame 120 Chihuahuas bei sich zu Hause gehalten hat oder eben einmal eine Beschlagnahmung, wo sehr, sehr viele Wellensittiche zu uns gekommen sind. Und das ist etwas, was uns schon ausmacht, denn wir können diese große Menge an Tieren aufnehmen. Und so ist einmal vor 5 Jahren musste ein Tiertransport gestoppt werden und da sind 1200 Wellensittiche aufgenommen worden, die dann bei uns versorgt worden sind. Und vor einem Jahr ist der letzte von diesen 1200 Wellensittichen dann auch vermittelt worden, was natürlich ein super Happy End im Netz für uns. Okay. So, diese Schwäne sind vor einiger Zeit zu uns gekommen, denn sie wurden als ganz kleine Küken aufgefunden und wir betreuen im Tierschutzhaus in Vösendorf 2000 Tiere im Jahr, nämlich 2000 Wildtiere, die bei uns großgezogen werden und dann wieder ausgewildert werden können. Das ist das oberste Ziel, wenn wir Wildtiere aufnehmen. Sind das normale Wildtiere, die es in Österreich gibt? Genau, das sind ganz normale Schwäne, wie man es von der Donau kennt oder wo auch immer. Die sind eben als Jungtiere in Not geraten, das heißt, die Eltern haben sich vielleicht nicht mehr darum kümmern können, ein Elternteil ist verstorben. Also ich kenne die Geschichte nicht immer ganz, aber die sind eben als wirklich als so kleine Babys zu uns gekommen und mittlerweile färben sie sich dann auch schon langsam um und werden immer größer und größer. Werden die noch weiß? Die werden noch weiß, aber erst im Alter von ungefähr 2 Jahren. Ach so, das sind noch Babys? Genau, von heuer. Oh, okay. Und die leben da, also da haben sie so einen kleinen Pool, da um die Ecke haben sie einen größeren Pool, wo sie dann schwimmen können. Mhm. Und nächstes Jahr werden die, also die werden den Winter bei uns verbringen und nächstes Jahr dürfen sie dann ins Freiland. Okay. Und diese 2 Enten sind neu, die sind heute gekommen. Die wurden als Babys aufgezogen und das Küken aufgenommen von einer Tierschutzorganisation, die sich an uns gewendet hat, ob wir die Tiere aufnehmen, denn die haben bis gestern oder bis heute in Oberösterreich in einer Wohnung gelebt. Und in einer Wohnung? Genau, und die Haltung in der Wohnung ist natürlich nicht optimal für diese Tiere. Und deswegen haben die jetzt einmal da bei uns den Teich kennengelernt zum Schwimmen und sie werden dann vorne bei uns am großen Teich wohnen können. Und wenn sie wer findet für die, der die beiden übernimmt, dann freuen wir uns, ansonsten wohnen sie halt bei uns am Gelände. Können die auch im Freien leben? Genau, die können auch im Freien leben, also das sind Mastenten. Das heißt auch, die sind nicht wirklich flugfähig, weil die so schwer sind und die Flügel so klein sind, dass die nicht wirklich fliegen können. Und deswegen brauchen die aber eben einen Platz, wo sie auch zugefüttert werden und gescheit betreut werden. Sind das auch solche Enten, die Menschen verspeisen? Also das sind Mastenten, die sind extra dafür gezüchtet worden, innerhalb von sehr, sehr kurzer Zeit möglichst groß zu werden, damit sie eben Menschen verspeisen können. Und die haben eben Glück gehabt und dürfen jetzt bis an ihr Lebensende weiterleben und brauchen keine Sorge mehr haben, dass sie aufgegessen werden. Das heißt, wieder mal gerettet. Jawohl. Hier am Gelände im Tierschutzhaus leben auch Papageien. 180 Papageien an der Zahl, die leben dort und werden von einer Partnerorganisation oder von einer Organisation betreut und sind ziemlich laut, natürlich speziell, wenn andere Leute da sind, die sie nicht kennen. So ein Papagei, genauso wie eine Schildkröte, die können ja 70, 80 Jahre alt werden und kaum jemand
schafft es sich ein ganzes Leben lang, um so ein Tier zu kümmern. Und deswegen ist auch ganz, ganz wichtig bei allen Tieren, dass man sich vorher Gedanken macht, nämlich was passiert mit dem Tier, wenn ich mal nimmer bin. Und das ist vielleicht bei einem Hamster keine so eine wichtige Frage, denn ein Hamster wird maximal 3 Jahre alt. Das ist ein bisschen planbar, aber bei einer Schildkröte, die 120 Jahre alt wird, ist ganz wichtig abzuklären, nämlich einmal, wo kommt dieses Tier dann überhaupt hin? Und viele Tiere landen dann bei uns, weil eben die Leute, die sich dann eben um den Rest kümmern, der überbleibt, inklusive der Schildkröten, sich nicht mehr um die Tiere kümmern wollen. Und dann kommen die ins Tierschutzhaus.